Hallo und herzlich willkommen zurück zu RimWorld. Ich bin Dr. Wolfsherz und freue mich, dass ihr wieder dabei seid. So, wer hat denn da Risiko eines schweren Zusammenbruchs? Das ist Kuzia. Wir schauen mal rein, was das Problem ist. Ja, neidisch auf Masurus Schlafzimmer. Also, das kann ich jetzt irgendwie nicht verstehen. Ah, wobei, wir haben hier diese Wände von dem... diese Gesteinswände, es könnte sein, dass die als nicht ganz so toll betrachtet werden. Aber pass mal auf, was wir machen. Ich wollte hier eh noch ein bisschen Kante machen. Also ein bisschen gerade Kante. Das heißt, ich baue das mal ab hier. Bis hier. Und dann machen wir hier noch ein bisschen, ja, schicke Wand dran. Dann sollte das besser werden. Und Jäger ohne Fernkampfwaffe, das wird Brana sein, jawohl. Da müssen wir auch nochmal kurz reingehen. Brana, natürlich hier den Standard. Und der hat einen anderen, ja, eine andere Ideologie. Indigener Veritismus. Ein Bekehrer. Wie kann ich den jetzt, ja, wie kann ich den bekehren? Das ist die Frage. Wie kriege ich den umgepolt? So, auf jeden Fall trägt er da schon mal den Mist weg. So, jetzt wartet. Erstmal kurz in die Einstellung hier. Also, Tierpflege kann er gut, train, kochen und der ist auch Jäger. Das ist in Ordnung, aber wir brauchen natürlich eine Waffe. Und der hat, ich lasse ihn erstmal jetzt den Unrat wegbringen und dann geben wir ihm den Revolver. So. Da ist er. Einmal bitte ausrüsten. Ah ja, dann können wir hier das Lager noch einmal ein bisschen vergrößern wieder. Nicht, dass es gerade nötig wäre. Aber, ne, warum nicht, wenn wir schon dabei sind. Gut, Kuzia haut hier den Fels kaputt. Das ist gut soweit. So, und jetzt müsste doch hier dieses Ding groß genug sein. Für 5 Ziegen vielleicht? Schauen wir mal. Eine Gehegemarkierung. Ja, das reicht für 4,4 Ziegen. Wo setze ich das jetzt rein? Ja, einfach in die Ecke oder mitten rein? Ach komm, ich setze das einfach dahin. Das wird wahrscheinlich aus Holz gebaut, ne? Ja, 30 Holz für so ein hässliches Kreuz. Okay, Risiko immer noch kurz, ja. So, und jetzt... Oh, die hat roh gegessen. Warum ist die roh? Oh, 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 oh. Wenn die Tische... Oh, nee. Die Rezepte werden beibehalten, wenn man die Tische umstellt. Das ist natürlich schön. Ja, was wir jetzt mal machen müssen, wir müssen jetzt auch mal vegetarisch wieder erlauben. Das ist nämlich das Problem, dass der Reis nicht verkocht wird. Wobei wir... Ja, wenn die Leute alle den Reis so futtern, natürlich auch keinen Reis haben. Oh, weil es wird wirklich Zeit, dass die Kartoffeln fertig werden. Und ich glaube, wir müssen nochmal hier ein paar Beeren ernten. Vielleicht holen wir uns auch diesen Truthahn. Und wir gehen auf jeden Fall auf Jagd für weitere Tiere. Da jagen wir hier diesen Truthahn. Wo ist eigentlich der Puma hin? Ist der Puma weg? Hätte ich natürlich nichts gegen. Wir gucken nicht, dass er hier bei uns rumläuft. Nee, das ist die Katze. Puma scheint weg zu sein. Wir könnten mal so ein Riesenfaultier jagen. Das gibt uns auf jeden Fall eine Menge Fleisch. Oh, Moment. 50% Chance? Nee, das müssen wir abbrechen. Das ist erhöht worden. Das war mal bei 10%, glaube ich. Na gut, komm, dann nehmen wir diese hier noch. Und dann haben wir auf jeden Fall mal genug. Oh, hier ist noch ein bisschen Stahl. So, was ist hier passiert? Kuzia hat Verwirrung. Oh, weia. Chemisches Verhungern, das ist das, was jetzt das ausgelöst hat. Und jetzt irrt sie hier umher. Ach, da sind auch noch ein paar. Das sind aber Lamas. Ah, schaut mal. Brana als Tierpfleger holt sich hier die erste Ziege, hätte ich mal gesagt, das erste Schaf. Mutterschaf 1, ja. Das ist wunderbar. Ja, und Kuzia läuft hier so. Was ist das denn? Was heißt das hier? Ist beleidigt worden, oder? Brana beleidigte die Stimme von Kuzia. Also, hallo? Ach, die Arme. Die Arme. Das gibt's doch wohl gar nicht. So, apropos
Brana, wir müssen doch den Namen ändern. Ihr wisst ja, bei mir kriegen immer meine Unterstützer hier die Möglichkeit, ihren Namen zu verewigen. Und in diesem Fall nennen wir Ambi Brana. Heißt jetzt. Und jetzt muss ich kurz auf meine Liste schauen, wer denn jetzt dran ist. Heißt jetzt Müsnoop. Ups, Müsnoop. So. Müsnoop, herzlich willkommen und danke für deine Unterstützung an dieser Stelle nochmal. Und ja, wenn ihr auch Lust habt, meinen Kanal zu unterstützen, dann könnt ihr das gerne tun. Link dazu steht unter jedem Video, Videobeschreibung. Und das Ganze läuft dann über Patreon, da werdet ihr quasi Mitglied. Und da bekomme ich monatlich ein bisschen Geld. Ich sage danke, falls ihr das tut. So, ich glaube, wir sollten, damit wir immer Holz haben, wir haben einen guten Vorrat, aber es muss ja auch immer hier alles mit den Fackeln nachgefüllt werden. Wir sollten schauen, dass wir jetzt, wo wir einen Generator laufen haben, den Strom hier auch nutzen. Das heißt, vielleicht mal ein paar Lampen installieren. In dieses Provisorium werden wir es auch wohl noch machen, ja. Aber jetzt, das Erste, was ich jetzt machen möchte, ist eine Klimatisierung. So, Temperatur. Wir haben hier eine einfache Klimaanlage. Die kommt in diese Richtung hier rein. 90 Stahl, 3 Bauteile, kein Problem. Wobei der Stahl wird schon knapp. Aber dann haben wir auf jeden Fall hier eine Kühlung für... Ja, gut. Nicht, dass hier irgendwas gekühlt werden müsste. Doch, das Fleisch muss jetzt gekühlt werden. So. So, bitte nicht das Fleisch roh essen, dann lieber kochen. Jetzt müsste eigentlich mal gekocht werden. Das werde ich auch direkt noch priorisieren, damit wieder Rationen da sind. So, stopp, wo bringt er die Rationen jetzt hin? Hahaha, halt. Die Rationen, wir kühlen sie auch, solange wir noch nicht die andere Kammer fertig haben mit den Kühlschränken. Kommen die auch hier rein, ist ja klar. Das heißt, Nahrung, Mahlzeiten. Ja, eigentlich alle Mahlzeiten kommen da rein und da raus. So. Okay. 5 Stück. So, dann können wir eigentlich auch schon mal eine Verbrennungsgrube bauen. Die Frage ist dann, wohin? Macht er Dreck? Ich würde sagen, schön weit weg. 20 Stahl und wir stellen mal 2 nebeneinander. Da kann dann nämlich hier das ganze Zeugs drin verbrannt werden. Da haben wir nämlich auch schon 371 Stück. Bisschen viel, finde ich. So, Kutze hat immer noch den Zusammenbruch. Nee, ich dachte, sie erholt sich wieder, aber sie geht nur zurück. Wahrscheinlich wegen persönlicher Bedürfnisse, Toilette oder sowas. Nö, die legt sich hin. Ist in Ordnung. Ein Ambrosia-Hain ist aufgetaucht. Ja, wenn man daran denkt, kann man den mal irgendwann ernten. Ich neige dazu, das zu vergessen. Hungernde Kolonisten, Doc Snyder. Moment, das kann nicht sein. Wir haben Mahlzeiten. Na gut, der pennt jetzt gerade. Aber wenn er aufsteht, geht er direkt essen. Dann ist das Hungern vorbei. So, erledigt. So, und jetzt bitte jagen, schlachten, kochen. Ein Schaf ist schon mal da. Das ist toll. Kann ich hier irgendwas erfahren, wenn ich da drauf klicke? Tatsächlich, ein kleines Gehege. Nährwert, Wachstumsrate. Da sind wahrscheinlich die Bodennährwerte mit gemeint. Und der Verbrauch. Also 0,78 gegenüber 0,18. Das ist alles wunderbar. Ja, und zum Nährwert wahrscheinlich solche Felder hier, die Steinfelder ganz am Rand. Die bringen wahrscheinlich nichts zum Nährwert hinzu. Der fruchtbare Boden vielleicht ein bisschen mehr. Naja, und jetzt müsste man überlegen, ob man vielleicht hier auch nochmal eine kleine Heugras-Anbauzone macht.
Wisst ihr was? Das dauert natürlich ewig, bis das wächst, ne? Wow, 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 wow. Oh, jetzt hat's aber hier direkt eingeschlagen, muss direkt gelöscht werden. Aber es regnet auch, jetzt ist gerade nicht so die große Gefahr. So, jetzt sind wir nah am Maximum hier, 0,54 zu 0,78. Aber immerhin, wir haben Schafe und ich glaube die Milch, ne? Wie ist das? Ja, Wolle. Wolle ist natürlich fantastisch. Weil das bedeutet, dass wir uns einen Umgang machen könnten. Oh, eine Tierkrankheit, Grippe, alle! Ernsthaft? Ich glaube, es geht los. Oh, Mann. Eierkiste. Okay, nee, eine Eierkiste brauche ich nicht. Ich suche was, wo ich den Tieren ein bisschen, wo sind die Tierplätze? Folterkäfig. Meine Güte. Schädelspieß. Ideogramm. Veritische Figur. Die können wir, glaube ich, nur bauen, weil wir einen dabei haben. Hier Müsnup, der veritanische irgendwas ist. Da ist unser Altar. Ja, Leute, ich muss mal eben schauen, dass ich ein Bett... Ah, da sind die Tierbetten. Aber das kann eigentlich nicht... Ich dachte mehr so an so einen Stall. Müssen wir den selber bauen oder gibt es da irgendwie ein Häuschen für? Ich dachte, da gibt es jetzt Häuschen für. Wenn man schon sowas hier hat, dann muss es auch einen Stall geben, oder? So, jetzt müssen die alle behandelt werden mit unserer guten Medizin oder was? Wahnsinn. Ja, vielleicht ernten wir doch mal die Kräutermedizin. Dann müssten wir wahrscheinlich bei den Tieren einstellen, wie die behandeln. Ah, die sind eh auf Kräutermedizin. Ja, in dem Fall brauchen wir aber auch Kräutermedizin. Das müssen wir dann leider, ernten dann. Und zwar die, die fully grown, also die voll ausgewachsen sind. Sonst ist da nichts mit Behandlung. Und unsere Kräutermedizin hier ist erst bei 70%. So, Risiko eines schweren Zusammenbruchs, Müsnup. So, wir müssen echt mal schauen, was der jetzt hat. Abweichende Gedanken, ne? Das ist natürlich schlecht. Meine Wahrheit ist derart rein und offensichtlich und doch sind viele um mich herum vom Bösen besessen. Es ist abscheulich. Ach Gottchen. Hungrig ist er. Also, geh essen. Dunkel, ja. Verschwitzt. Ja, dann waschen. Abscheuliches Schlafzimmer, hallo? Also... Zugegeben. Das ist jetzt kein Hotel, aber von abscheulich auch weit entfernt, würde ich sagen. So, wenn wir hier Strukturen, da hier das Ding abreißen, müssen wir das auch zumachen, sonst ist das, glaube ich, nicht so gut für den Raum. So, unsere Leute brauchen hier kein Gatter, die gehen einfach, also hier ist das Tor, ja. Die gehen einfach über die Zäune drüber weg. Einmal ein Hüpfer und dann sind die durch. Aber die Tiere gehen halt hier durchs Gatter. Gut, ist in Ordnung. Da. Gleiche Stelle, klettert einfach drüber. So, habe ich Felsbrocken eigentlich schon hier für diese, kommen hier Felsbrocken hin? Brocken. Steinbrocken, ja, die kommen hier hin. Aber die Leute haben wieder zu viele andere Aufgaben, sodass das Wegbringen der Steine nicht so wichtig ist. Wieso geht Müsnup jetzt eigentlich jagen? Und wieso kümmert sich keiner um die Grippe? Ja doch. Hallo? Nee. Anleihen. Behandeln. Ah, Leute, fürs Behandeln brauchen die Betten. Das geht nicht anders. Also, Strukturen. Wir müssen Tierplätze ausweisen. Wie viele haben wir nochmal? Vier? Ja. Komm, eins, zwei... Was? Da geht's nicht?
Okay. 2, 3, 4. So, jetzt können die auch behandelt werden. Jetzt geht er gerade schlachten, ne? Der hat wahrscheinlich ein Tier auf dem Arm. Was ist er denn? Da ist er, ja, der hat ein Tier auf dem Arm. Das würde ich jetzt schon... Ich würde schon die Nahrung für uns als wichtiger ansehen. Ich glaube, wir müssen hier mal langsam eine Brücke bauen, ne? So auch, wie die da drüber herlaufen. Die, das dauert halt immer eine Weile. Dann lieber eine Brücke. Da gehen die meistens. Machen wir so. So, so langsam könnte Kuzia sich erholen. Und warum wird nicht gekocht? 4 von 20. Ab 5, unter 5 ist schon, müsste also wieder gekocht werden. War das so eingestellt, ne? So, Pause aufheben. Bei 5 stellen wir wieder ein. Tierische Produkte. Ja, das ist alles richtig. Und jetzt, wo wir eine Kühlkammer haben, können wir auch locker auf 50 Rationen hochgehen. Und vielleicht schon wieder anfangen, wenn wir unter 10 sind. Oder unter 15. Machen wir 20. So, das heißt, jetzt muss auf jeden Fall gekocht werden. So, kurz ja schon wieder. Oh Mann, die hat sich gerade erholt. Aber jetzt muss sie sich erstmal um ihre Bedürfnisse kümmern. Ich denke, da wird es schnell besser. Katharsis. Hat sich gut angefühlt, meine Gefühle einfach mal rauszulassen. Ja. Ein verrücktes Eichhörnchen. So, haben wir noch ein bisschen Zeit für, aber wir müssen Doc wecken und Müsnoop. Na, ich dachte, ich hätte beide gewählt. Und in Position bringen. Warum sehe ich das Eichhörnchen nicht mehr? Da ist es. Ernsthaft, Leute? Doc Snyder, warum schießt du nicht? Nein, Doc Snyder ist der Falsche. Masuro. Oh nein. Ah, okay, Müsnoop hat es alleine geschafft. Ich meine, gut, es ist halt auch nur ein Eichhörnchen, aber wir haben schon so unsere Erfahrung gehabt mit, mit, ja, Blutung natürlich wieder. Bis dem Oberkörper vom Eichhörnchen. Obwohl, die sind natürlich super flink und klettern an einem hoch. Das will ich gar nicht bestreiten. Das Eichhörnchen das können, aber es ist halt echt schon kurios, was teilweise für Verletzungen zustande kommen. So, kurz, ja, was machst du da? Duckt sich. Ja, die hat hier Schiss bekommen wegen des Feuergefechts. Aber nun ist ja alles wieder gut. Da haben wir ein paar Beeren. So, da kommt Kräutermedizin. Jetzt können die Tiere behandelt werden. Ja, die sind behandelt, aber allerdings ohne Medizin. Da kann man nur hoffen, dass es reicht. So, jetzt liegt Müsnoop da, jetzt kann Doc Snyder... Der hat einen Bock behandelt, dann lassen wir das einfach mal eben durchlaufen. So schwer verletzt ist... Ja, jetzt wird Müsnoop behandelt. Ist er nämlich nicht. So, jetzt haben wir hier Leder. Leder wird aber eigentlich hier gelagert und wir könnten eigentlich schon was herstellen. Ich baue mal irgendwo einen provisorischen Nähtisch. So, einfacher Nähtisch aus Holz. Ja, den stellen wir dann auch hier nochmal rein. So, Gäste schicken wir weiterhin weg. Konstruktionsstufe 6, gerade aufgestiegen der Masuro. Und jetzt haben wir hier die Möglichkeit mal. Wir brauchen ja, was brauchen wir nochmal? Für unseren Abt. Der Abt brauchte doch einen Umhang oder irgendwie eine Bandana oder sowas, ne? Gucken, ob wir das hier machen können. Da ist ein Umhang. Schweifmütze. Schlappmütze. Kegelhut. Auch Kegelhüte sind auch cool. Autoritätsmütze.
Oh, sehr cool. Es gibt richtig gute Sachen. Ja, die Bandana finde ich jetzt nicht. Ich denke, wir machen jetzt einen Umhang. Komm. 80. 80 Materialien. Ich denke, wir können Leder verwenden. Beim Schauen. Ja, Leder kann verwendet werden. Dann haben wir auf jeden Fall genug, hoffe ich. Ich weiß nicht. Ist auch nur einmal jetzt, ne? Ja. Ja, wenn wir von irgendwas mal 80 Leder haben. Doch, wir haben 80. Wie glattes Leder zum Beispiel. Haben wir insgesamt 104 von. Das heißt, eigentlich müsste jemand kommen und das herstellen. Jetzt gucken wir erstmal, ob es einer kann. Ist ja die nächste Frage. Schneidern. Ja, Müsnup kann es ein bisschen, Doc Snyder kann es ein bisschen besser. Machen wir mal Schneidern auf 2. Damit er das eben anfertigt. Und dann gibt es nämlich ein Abt. Wir haben ja schon gesagt, Kuzia soll es sein. So, jetzt kriegen wir langsam eine stabile Versorgung bei den Lebensmitteln. Und jetzt ist die Kühlung da. Jetzt müssen wir das einstellen. Auf minus 9 gehe ich immer. Und dann haben wir hier gleich den Zustand, dass die Sachen gekühlt sind. Temperatur ist unten rechts zu sehen. Jetzt ist sie bei minus 1, minus 2, minus 3 Grad. Pendelt immer so ein bisschen hin und her, solange da noch rein und raus gelaufen wird. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall tiefgekühlt, die Sachen verderben nicht mehr. Wunderbar! Und wer isst nicht gerne eine tiefgekühlte Mahlzeit hier aus einer Steinhöhle? Da kommt die Brücke. Ich hoffe, dass sie dann auch genutzt wird. So, und dann ist das nächste, so brauchen wir einen Forschungstisch. Aber ich möchte jetzt, wie gesagt, ich möchte erst die Speisekammer fertig haben. Und die Steine müssen mal weggetragen werden. Wir machen jetzt mal Folgendes. Eigentlich mache ich das nicht, aber wir machen Transport mal kurz auf Prio 1, damit hier ein bisschen was gemacht wird. Insbesondere die Steine. So, die Katze geht einfach ans rohe Fleisch. Ist in Ordnung, habe ich jetzt auch nicht unbedingt was gegen. So, jetzt holen die Leute die Steine. Das Leder. Jetzt sind aufgeräumt. Das heißt aber auch, dass diese Sachen getragen werden, die hier freigegeben sind und rumliegen. Warum werden die eigentlich nicht gebaut? Wir haben doch noch genug Stahl. Wir haben einfach zu wenig Leute noch und zu viele Aufgaben, die wir ständig machen. Ich glaube, die Ernte ist jetzt auch fällig, ja. Ist auch nicht ganz unwichtig, weil die Rationen sind auch schon wieder leer. Das Tier müsste geschlachtet werden. Tote Tiere kommen auch hier rein. Nicht einstellen und kopieren, Lager. So. Leichen, und zwar Tierleichen. Aber keine... Keine Insektenleichen. Und hier kommen Tierleichen raus. Insektenleichen lagern wir aber da. So, weil dann hält es halt frisch und geht nicht kaputt. Ah, okay. Müsnup versuchte mal Suro zu sein, oder was? Oh Gott. Müsnup versucht uns zu konvertieren. Also, das geht aber nicht. So, wie kann ich denn jemanden konvertieren? Das muss ich jetzt aber mal... Das geht ja scheinbar irgendwie. Wo ist Müsnup? Da? Kuzia. Ich kann das nicht. Wie kann ich den konvertieren? Verdammte Axt. Vielleicht muss ich ihn abwerben. Vielleicht kann ein Abt das. Vielleicht hilft ein Abt auch, den Glauben wiederherzustellen. Immerhin... Der Umhang ist in Arbeit. Ich glaube, Müsnup muss jetzt hier mal einfach ein bisschen arbeiten, damit er fertig wird. Er stellt den Umhang her für den Abt des fremden Glaubens. Und wir werden überfallen.
Ja, den Überfall, den machen wir dann in der nächsten Folge. Bietet sich doch toll an. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. Und wünsche euch bis zum nächsten Mal alles Gute. Bleibt gesund. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.